Moin Leute und herzlich willkommen zurück zur Netzsicherheit. Heute geht es wieder mal um IPsec und zwar um den Authentication Header. Das ist einer von zwei Köpfen, ich zeige es euch nochmal ganz kurz, das ist aus dem letzten Mal, wo habe ich es denn, das hier. Genau, das ist sozusagen das, was wir uns letztes Mal angeguckt haben. Wir haben hier Transportmodus, Tunnelmodus, das ist nicht das Wichtige jetzt in dem Fall. Ihr könnt sowohl AH als auch ESP, das sind die zwei Möglichkeiten, die ihr habt, mit Transportmodus und Tunnelmodus benutzen. Das heißt, das ist euch völlig frei überlassen, was ihr hier verwendet. Klar, Transportmodus ist weniger stark geschützt wie der Tunnelmodus und AH, also Authentication Header, ist weniger stark geschützt wie der ESP. Aber alles hat natürlich seinen Sinn. Und je besser man schützt, desto mehr Zeit braucht das Ganze und desto mehr, Kopfdaten habe ich hier, wie wir sehen können. Das Paket wird immer länger, beziehungsweise ich muss die Daten immer kürzer halten. Und deswegen muss man da auch ein bisschen abwägen, wie viel Performance möchte man jetzt da wirklich reinstecken und wie viel eben auch nicht. So, aber heute wollen wir uns den ersten IPsec-Kopf sozusagen angucken. Es gibt nicht den IPsec-Kopf, sondern es gibt eben den AH und den ESP. Und heute gucken wir uns den AH an. Relativ simpel eigentlich gehalten, aber man muss trotzdem noch ein bisschen mehr als nur dieses Paket hier erklären. Deswegen will ich da noch ein bisschen ausführen, wie dieses Paket auch zustande kommt. Und zwar dieser Next Header hier oder nächster Header, das ist einfach 1:1 kopiert aus dem echten IP-Kopf, weil das nicht wirklich anders geht. Erstens braucht man es und zweitens, gibt es ja nicht wirklich eine Auskunft. Das heißt, das ist einfach ganz normal IP. Nutzdatenlänge, das ist einfach dazu da, damit man weiß, wie lange unsere Nutzdaten sind und wie lange das deswegen auch unsere Authentizitätsdaten sind. Muss man natürlich auch wissen, weil die sind, wie gesagt, hier nicht feste, haben keine feste Größe und man muss wissen, was da passiert. Dann reserviert bedeutet, hier wird einfach mit Nullen aufgefüllt, das heißt nicht wirklich spannend. Und Security Parameter Index oder Parameters Index, das Ding ist tatsächlich für eure SAD da. Ihr erinnert euch hoffentlich an das Video zu den Datenbanken für IPsec. Dort habe ich gesagt, es gibt die SPD, die Security Policy Database. Die ist jetzt hier nicht relevant, denn wir haben ja hier schon sozusagen festgestellt, wir müssen unser Paket protecten, sonst würden wir keinen IPsec-Kopf machen. Das bedeutet, wir haben einen Eintrag in unserer SAD, in unserer Security Association Database. Das heißt, wir haben hier eine Verbindung aufgebaut mit unserem VPN-Provider zum Beispiel. Und dann haben wir natürlich einen entsprechenden Eintrag in unserer Tabelle drin. Und genau diese Einträge in unserer SAD, die werden mit dem Security Parameters Index referenziert. Das bedeutet, damit greife ich auf diese SAD-Einträge zu. Deswegen ist das Ding hier so unglaublich wichtig. Dann weiß ich natürlich, was habe ich für einen Schlüssel, muss ich fragmentieren, was habe ich und so weiter und so fort. Habe ich ja schon alles erklärt. Dann brauche ich natürlich Sequenznummern gegen Replay-Angriffe, habe ich auch schon erklärt mit dem Fensterdingens. Das war das, eher unpraktisch gewählte, aber egal. Feld mit Sequenznummern muss ich hier natürlich auch eintragen. Und dann am Schluss habe ich die Authentizitätsdaten. Was versteht man jetzt unter Authentizitätsdaten? Da wäre es ganz wichtig, dass ihr wisst, was ein MAC ist, ein Message Authentication Code, oder zumindest wisst, was ein HMAC ist. Das ist eine spezielle Variante von MACs. Wenn nicht, dann schaut kurz in meiner IT-Sicherheits-Playlist nach, die solltet ihr euch eh geben, bevor ihr das hier macht, zumindest die ersten paar Videos solltet ihr euch eh geben, bevor ihr hier mit dieser Serie so richtig tief einsteigt, damit das hier euch ein bisschen leichter fällt. Und zwar, Authentizitätsdaten sind symmetrisch gehasht worden mit Schlüssel. Das bedeutet, ich packe hier einfach meine ganzen, also ich gehe hier quasi drüber, berechne eine Hash-Funktion und tue das Ganze dann noch mit einem Schlüssel verwursten. Damit stelle ich sicher, dass diese Daten nicht verändert werden können. Und das ist sehr, sehr wichtig. Ich will zum Beispiel eben nicht, dass IP-Spoofing betrieben wird. Ich will nicht, dass irgendwelche Daten plötzlich unecht sind. Und deswegen mache ich den HMAC da drüber. Es gibt eine Voraussetzung für den Authentication Header und zwar mindestens eher, also man sollte stärker verwenden, aber man muss mindestens HMAC mit der MD5 Hash-Funktion verwenden. Wie ihr jetzt vielleicht hoffentlich wisst, ist MD5 eine bereits geknackte Hash-Funktion. Das heißt, man sollte definitiv nicht den HMAC MD5 hier verwenden, sondern mindestens den HMAC Shade 2. Man kann aber auch Shade 1 hier verwenden, also es ist erlaubt von AH-Seite her
und man hat es im Standard tatsächlich, soweit ich weiß, immer noch nicht geändert. Aber ihr solltet hier definitiv eine andere Hash-Funktion wie MD5 und SHA-1 verwenden. Ja, und der Schlüssel sollte natürlich auch schon ausgetauscht sein, aber das dürfte klar sein. Okay, und was stelle ich jetzt hier mit sicher, beziehungsweise was kommt hier alles rein? Was wird alles authentifiziert? Naja, erstmal natürlich alles hier oben wird authentifiziert und dann haben wir ja noch gesehen, dass wir nicht nur das hier drin haben in unseren ganzen Daten, sondern wir haben hier auch noch zusätzlich einen anderen IP-Kopf, je nachdem, ob wir hier den Transportmodus oder den Tunnelmodus nehmen, haben wir einen IP-Kopf hier stehen und einen neuen IP-Kopf, je nachdem eben. Und über den IP-Kopf mache ich auch einen HMAC. Aber vorsichtig, nur über die unveränderlichen Felder im Kopf. Das heißt, also in diesem Kopf hier vorne dran. Das bedeutet, ich mache hier nichts in Richtung, ich verschlüssel oder ich hashe gleichzeitig noch die IP-Adresse, wo es herkommt. Das lässt sich nämlich verändern oder die Destination Address eigentlich nicht, aber die Destination meine ich hier, die darf hier nicht mit reinkommen, weil wenn ich jetzt, sagen wir mal, von meinem PC ein Paket abschicke, dann geht das zunächst einmal an meinen Router und der Router muss dann eine andere IP-Adresse hier eintragen. Das heißt, nur über die unveränderlichen Felder im IP-Kopf darf ich meinen HMAC auch noch ziehen und über alle Felder im IPsec-Kopf, außer den Authentifizierungsdaten hier, das heißt, über diese 5 Felder hier mache ich einen HMAC und by the way, alle Felder, die hier im IP-Kopf variabel sind, da kommt einfach eine 0 reingesetzt. Das heißt, man ignoriert die Felder und setzt eine 0 rein. Also sozusagen, ich mache den HMAC über den kompletten IP-Kopf. Alles, was ich verändern kann, ersetze ich durch Nullen. Und dann nehme ich noch diese Felder hier oben aus dem IPsec-Kopf und stecke die auch noch mit in meinen HMAC rein. Und dann bin ich sozusagen fertig. Ja. Und das ist tatsächlich auch hier schon alles, was man machen muss. Übrigens, kleine Anmerkung hier noch zu den Sequenznummern. Am Anfang sind die immer 0. Fällt mir gerade so auf, habe ich noch nicht erwähnt, glaube ich. Ja, und dann sehen wir schon, was die große Schwäche ist, was man hier bei dem AHA auf jeden Fall sieht, ist nicht so geil, nicht so gut geschützt. Wir haben hier nur Authentizität sichergestellt. Klar, dadurch haben wir auch gleichzeitig Integrität sichergestellt. Das bedeutet, niemand konnte unser Paket verändern. Aber es ist eigentlich hauptsächlich nur ein Schutz gegen IP-Spoofing, weil wir das sozusagen authentifiziert haben. Und damit natürlich gleichzeitig auch ein gewisser Schutz gegen Replay-Attacken. Aber es ist eigentlich nicht sicher. Es hat keine Vertraulichkeit, weil unsere Daten, unsere IP-Daten im Endeffekt nicht verschlüsselt werden. Das heißt, wenn ihr hier AHA benutzt, also Authentication Header, heißt ja eigentlich auch schon so, dann habt ihr keine Vertraulichkeit. Jeder kann immer noch eure komplette Sache mitlesen, ohne irgendwas dafür zu tun. Obwohl man es eigentlich sicherstellen könnte, dass man es nicht tut oder nicht mitlesen kann. Und deswegen ist der Authentication Header meiner Meinung nach, klar, er ist schneller, weil man es nicht verschlüsseln muss. Aber wenn schon IPsec, dann sollte man da auch gleich richtig dran gehen und den Authentication Header vielleicht als Grundlage sehen und dann am Ende den ESP Header benutzen, was wir dann auch uns nächstes Mal ein bisschen genauer angucken wollen. Gut, das war's von meiner Seite wieder mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.